Das Dritte Reich hat in der österreichischen Bevölkerung Spuren hinterlassen. Erlebnisse von Fremdbestimmung, Verfolgung und der Verlust der persönlichen Freiheit gehörten damals zum Alltag. Diese 70 Jahre Vergangenheit sind für die damals jungen Menschen noch immer präsent in Gedanken, Erinnerungen, aber auch in Albträumen. Das Projekt Leben erfahren macht Lebensgeschichten hörbar und hält zeitgeschichtliche Ereignisse fest. Hören Sie Zeitdokumente von Widerstand, Verfolgung, von politischem Druck, Leid, aber auch von Hoffnung. Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit bedeutet eine pauschale Ablehnung der Juden und des Judentums. Dieses Phänomen ist seit etwa 2500 Jahren bekannt und hat besonders die Geschichte Europas über weite Strecken begleitet. Feindschaft gegenüber Juden reicht von Verleumdung, Diskriminierung und Unterdrückung über lokale und regionale Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung bis hin zu Versuchen ihrer vollständigen Vernichtung. Diese führten in der Zeit des Nationalsozialismus zum Holocaust. Diesem dunklen Höhepunkt des Antisemitismus geht eine lange Geschichte der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung voraus. Herr Universitätsprofessor Dr. Michael John über die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Linz und dem restlichen Oberösterreich. Bis 1848 dürfen sich Juden in Linz nicht ansiedeln. Das heißt, da gibt es ein Ansiedlungsverbot in Oberösterreich, aber auch in anderen Kronländern. Das heißt, gibt es keine Möglichkeit, sich permanent anzusiedeln. Rechtliche Gleichberechtigung gibt es bis 1867 für Juden in Österreich keine. Ab 1867 bzw. 1868 mit interkonfessionellen Ausgleich sind Juden formal gleichberechtigt. Nachdem 1848 das Ansiedlungsverbot aufgehoben wurde und sich um 1880 etwa 1000 Juden in Oberösterreich befanden, wurde die Politik auf diese Minderheit aufmerksam und begann, Antisemitismus zu verbreiten. Professor John weiß von judenfeindlichen Reden vom damaligen Reichsratsabgeordneten Karl Bäuerle sowie vom damaligen Bürgermeister Dinghofer zu berichten. Bäuerle ist ein Reichsratsabgeordneter, hat eine deutschnationale Gesinnung und im Jahr 1886 wird in Amerika, in den Vereinigten Staaten, ein Gesetz verabschiedet, das heißt Chinese Exclusion Act. Das ist also sozusagen ein Ansiedlungs-, ein Einwanderungsverbot für chinesische Zuwanderer. Bäuerle war Linzer Reichsratsabgeordneter und hat immer aufsehenerregende Rede geschwungen, der gesagt, die Amerikaner gepriesen hat für den Chinese Exclusion Act und dann gesagt hat, unsere Chinesen sind die Juden. Und sozusagen ein analoges Gesetz gefordert hat und im Gemeinderat etwa offene Aussage vom damaligen Bürgermeister Dinghofer, der also für einen Auszug der Juden aus Linz eintritt. Man kann feststellen als Historiker, dass ab den 1880er Jahren wird es massiv.
Warum ab den 1880er Jahren Antisemitismus bzw. Judenfeindschaft gibt es natürlich auch schon vorher, aber 1873 große Krach, Wirtschaftskrise, die Wirtschaft erholt sich nicht in den 1880er Jahren, noch immer in einer Depression. Gleichzeitig demokratische politische Parteien treten auf den Plan. Das heißt, mit einem bestimmten politischen Programm, also da während vorher nur ein kleiner Kreis wählen durfte, wird die Zahl der Wähler immer größer und damit auch die Möglichkeit, eben Leute über die gleichen Programme zu beeinflussen. Und ab Mitte der 1880er Jahre in der Politik kommt es also zu einer Einführung dieses Themas in stärkerem Ausmaß und das bricht bis zum Ersten Weltkrieg nicht ab. Bis 1918 herrschten in Österreich die Habsburger. Professor John über das Verhältnis des Kaiserhauses zur jüdischen Bevölkerung und über die Gründe des Antisemitismus ab 1918. Und das Kaiserhaus ist nicht antisemitisch, sondern gilt als Protektor, gilt als schützende Hand. Der Kaiser muss auch nicht wiedergewählt werden, der Kaiser muss überhaupt nicht gewählt werden, sondern der kann sozusagen Schutzherr sein. Ebenso gibt es also einfach schon seit Jahrhunderten, das hat wirtschaftliche Gründe, in erster Linie ein Bündnis zwischen Adel und Juden. Adel hat sich immer der Juden bedient, um Geschäfte zu machen. Und daher gibt es eben eine Reihe von gesellschaftlichen Gruppierungen, die eben dieses Habsburger Reich zusammenhalten wollen, die keine fremdenfeindlichen, keine rassistischen Auseinandersetzungen wollen, weil das eben den Frieden im Reich stört. Ab 1848 konnten sich Juden in Österreich niederlassen. Die Ansiedelung ging langsam voran. 50 Jahre nach Abschaffung des Ansiedelungsverbotes zur Jahrhundertwende gab es in Linz 702 jüdische Einwohner. Der Großteil davon lebte in Urfa. Die Juden waren damals eine sehr kleine Minderheit, von etwa 1,5% der Linzer Bevölkerung. Sie waren vor allem im Handel tätig, wie zum Beispiel im Weinhandel. Ein anderes Betätigungsfeld war auch die Weinbrandherstellung. So gab es in Urfa 15 solche jüdische Betriebe. Oberösterreich hat zu der Zeit kein gutes Image und Linz auch nicht. Es gilt als deutschnationale Stadt. Nach der Jahrhundertwende gibt es deutschnationale Bürgermeister. Und es gibt etwa einen Brief von Theodor Herzl, der sich mit dem Wiener Rabbiner Güdemann darüber unterhält. Die wollen über den Zionismus und Konzept des Zionismus miteinander sprechen. Und der eine reist vom Westen an, der andere kommt von Wien und sie überlegen, wo sie sich treffen. Und in dem Brief wird das eben erörtert und da verwerfen sie eigentlich, sich in Linz zu treffen. Wenn sich mehrere Fremde in Linz treffen, so in etwa, lautet das Zitat, dann gibt es sofort eine Aufregung und man möge sich doch lieber in Salzburg treffen. Die jüdische Bevölkerung galt im Allgemeinen als kaisertreu. In den 20er Jahren hielt sich der Antisemitismus in Grenzen. Mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise änderte sich dies. Trotz aller Probleme, Hyperinflation und Ähnlichem und nicht so dramatisch, immerhin Roaring Twenties und Ähnliches, so einen richtigen Boom erlebt man zwar in Österreich nicht, aber die Verhältnisse sind ganz anders als wie in den 30er Jahren. 30er Jahren gibt es tatsächlich einen massiven Antisemitismus und vor allem Anfang Antwort auf die Weltwirtschaftskrise und die Aktivitäten der dadurch erstarkenden populistischen Partei NSDAP. Die treten auf den Plan und machen aggressive antisemitische Propaganda, wirtschaftlich motivierter Antisemitismus, der reiche Jude, Jude ist schuld an der Wirtschaftskrise, Spekulanten sind schuld an der Wirtschaftskrise. Und so, dass man tatsächlich, also auch für Linz, so 30, 31 beginnen Kampagnen und beginnt Antisemitismus eine massive Rolle zu spielen. In den 20er Jahren gewann Antisemitismus in der Politik an Präsenz und spaltete den Linzer Gemeinderat. Professor John
berichtet über den jüdischen Politiker Hermann Schneeweis. Es gibt zwei Politiker, die prominent sind und jüdische Wurzeln haben. Der eine heißt Schneeweis und sozialdemokratischer Gemeinderat und Stadtrat. Der gilt als frommer Jude. Und der zweite ist der Ernst Koreff. Die Präsenz der Juden war in erster Linie dadurch gegeben, dass sie von außen in den Mittelpunkt gerückt wurden. Aber jeder in Linz wusste damals, dass der Schneeweiß ein Jude ist. Ohne dass der jemals aufgetreten wäre und gesagt hat, ich als jüdischer Sozialdemokrat, nie und nimmer. Sondern die waren sehr defensiv ausgerichtet und darum bemüht, eben nicht in den Vordergrund zu treten. In den 20er Jahren gibt es massive Auseinandersetzungen im Gemeinderat, auch zu Beginn der 30er Jahre, wo sich die Sozialdemokratische Partei massiv gegen Antisemitismus verwehrt. Also die treten auf im Gemeinderat und richten sich definitiv, prangern Antisemitismus als politisches Mittel an. Also, und immerhin war das die Mehrheitspartei in Linz. Professor John, auf die Frage, welche Rolle die jüdische Gemeinde im offiziellen Linz einnahm. Im offiziellen Linz ist die jüdische Gemeinde eine Religionsgemeinschaft, die angefeindet wird. Innerhalb der jüdischen Gemeinde gibt es verschiedene Richtungen, solche, die man als assimiliert bezeichnet. Das heißt, die sich also als sehr angepasste, wenn sie sich Bilder aus der Zeit anschauen, viele Juden im Trachtenanzug, in Lederhosen, Knickerbocker, also sehr, sehr um Anpassung und Angleichung an die heimischen Gebräuche bemüht. Und dann gibt es die jüngere Generation, die waren zionistisch ausgerichtet im Wesentlichen, die aufgrund des starken Antisemitismus zum Schluss kommen, dass also die Strategie in erster Linie in einem jüdischen Zusammenschluss und in der Bildung eines eigenen Staatswesens oder einer eigenen Gesellschaft gehen muss. Und diese Denkrichtung kriegt in der Kultusgemeinde 1934 die Mehrheit. Die Ausgrenzung, aber auch die Abgrenzung der jüdischen Minderheit wurde zu Beginn der 30er Jahre politisch thematisiert. Benedikt Schwager war der letzte Präsident der israelitischen Kultusgemeinde vor dem Anschluss 1938. Sein Sohn Karl beschrieb für den Film Bischofstraße das Zusammenleben der jüdischen mit der christlichen Bevölkerung. Professor John zitiert. Karl Schwager sagt in dem Zitat, dass die Juden in Linz in rechtlicher Hinsicht zweifelsfrei vollkommen gleichberechtigt und anerkannt, wirtschaftlich gut fundiert und von der Bevölkerung auch gut gelitten waren und als soziales Element eine abgesonderte Gemeinschaft bildeten, was vielleicht damals, er spricht von der Kaiserzeit, niemandem so richtig zum Bewusstsein gekommen ist. Der spricht dann über diese soziale Abgrenzung. Die jüdische Bevölkerung blieb im Alltag unter sich, das heißt, sie traf sich in bestimmten Kaffeehäusern, die andererseits von den christlichen Stadtbewohnern gemieden wurden, da verständlicherweise die Teilnahme an Veranstaltungen kirchlich-katholischer Organisationen für Juden nicht in Frage kam, andererseits deutschnationale Kreise des Mittelstandes und der Intellektuellen keinen Zweifel an ihrer antisemitischen Einstellung aufkommen ließen, kam es zur Bildung von Zirkeln und Vereinen. Ein Verein den Titel Unter uns. Noch etwas Zweites. Der Vater dieses Karl Schwager, der ist zu der Zeit, nämlich 1928, schon langjähriger Präsident der Kultusgemeinde und der heißt Benedikt Schwager. Und der erhält 1928 das silberne Ehrenzeichen der Republik. Das war ein großer Tag für den Präsidenten, ein großer Tag für die Gemeinde. Und jetzt wieder im Zitat im Originalton Karl Schwager. Zu denen, welche im Heim der jüdischen Gemeinschaft von Linz Worte der Begrüßung und Beglückwünschung für deren Oberhaupt sprachen, zählte auch der Älteste der evangelischen Kirchengemeinde, Adolf Eichmann Senior. Dessen gleichnamiger Sohn stand 10 Jahre später an der Spitze des Dezernates, das die Zerstörung dieser Gemeinde und dieses Tempels betrieb.
dass Eichmann Junior später Organisator der grausamsten Vernichtungsmaschinerie werden sollte, konnte sich bei der Feier im Tempel von Linz sicher weder sein Vater noch ein anderer Zuhörer in seiner kühnsten Fantasie ausmalen. Während bis in die späten 20er Jahre die jüdische Bevölkerung verhältnismäßig integriert und unbehelligt lebte, veränderte sich die Situation mit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1930. Den kurzen Zeitraum, in dem die Stimmung kippte und ab da antisemitische Übergriffe massiv wurden, ohne behördlich geahndet zu werden, nennt Professor John den sogenannten Break-Even-Point. Der Break-Even-Point in Österreich und in Linz ist sicher 30-31. Weltwirtschaftskrise und Veränderung der politischen Szenerie, in dem sehr aggressiver Antisemitismus fashionable wird und in dem auch Behörden in bestimmter Richtung wo ein Auge zudrücken. Ansonsten ist es nicht erklärlich. Sie haben wirklich relativ viel Berichte aus den 30er Jahren über zerbrochene Fensterscheiben. Über, wenn man sie, also es gibt jüdische Zeitungen in der Zeit, die Mitteilungen für die jüdische Bevölkerung. Und da wird immer wieder berichtet über Schriftzüge, Schmierereien, eingeschlagene Fensterscheiben. Noch aggressiver und das Ganze einfach etwas gefährlicher wird wohl die Situation mit der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland. Die deutsche Grenze ist 100 Kilometer von Linz weg und die NSDAP wird in Österreich zwar 1933 verboten, ist illegal, aber hinter der Grenze gibt es politische Kräfte, die die unterstützen. Und gibt es illegales Schriftwerk, das in hoher Auflage erscheint, wie der österreichische Beobachter, die eben Antisemitismus mit Lokalkolorit, mit ganz spezifischen Geschichten über die Herren Mostny, Spitz oder andere, die organisieren auch einen Weihnachtsboykott in Kaufhäusern. Weihnachten 36, Weihnachten 37. Und wenn wir uns da anschauen, am Flugzettel aus dem Jahr 1936, die aber in großer Zahl, wenn man den Eigenangaben der Nationalsozialisten glauben kann, da steht etwa drauf, Ramschwanhaus, Graus und Schober, Hauptplatz, Inhaber, die scheußlichen Juden, schwarz und grauslich, Hungerlöhne für Heimarbeiterinnen, Ausbeutung der Angestelltenschaft, Heckler und Zimmermann, der Würger der kleinen Leute, Götz, Warenhaus, Landstraße 66, Adolf Hartmann, Ismann, der billige Mann, berüchtigter Beuschelreißer, direkt aus Ostgalizien, Pfarrgasse. Das heißt, es wird volksnah formuliert, mit einem vulgär linksgerichteten Unterton, antikapitalistisch, aber gegen Juden gerichtet. Der reiche Jude als eben Beuschelreißer, Betrüger, Ausbeuter. Die stehen sozusagen in der Propaganda im Mittelpunkt. Die Zeitzeugen Frau Lummesberger und Dr. Otto Lackinger erinnern sich an Übergriffe der Nazis auf jüdische Kaufhäuser. Am Hauptplatz hat es Schreibartikelgeschäft gegeben. Der BIK war auch ein jüdisches Geschäft. Ist sofort jüdisches Geschäft. Und bei Palmers ist dann drunter gekommen mit arischen Angestellten. Also da ist schon enteignet gewesen und war dann schon in NS-Besitz. Das haben wir ja dann schon als Schüler auch erlebt, diese wachsenden Kampagnen, je stärker die Nazi geworden sind, umso häufiger hat man dann irgendwo wieder über eine Geschäftsscheibe gesehen, jüdischer Betrieb, oder haben sie gar Fensterscheiben eingehauen. Also mit zunehmender Stärke ist dieser Antisemitismus sichtbar geworden, auch für uns Buben. Ich weiß noch gut, in der Goethestraße war ein Papiergeschäft namens Gschil, kauft nicht bei Juden. Nicht? Also das ist immer stärker geworden. Auch die katholische Kirche bezog Stellung. Der massiv gewordene Antisemitismus und die häufiger werdenden Übergriffe spalteten auch die jüdische Gemeinde. Professor John fasst zusammen.
1933 veröffentlicht der Linzer Bischof Johannes Gföllner einen Hirtenbrief, in dem er einen jüdischen Weltgeist heftig angriff. Insgesamt war die Gemeinde assimiliert, um Anpassung bemüht und in keiner Weise offensiv. Als der Antisemitismus immer massiver wird in den 30er Jahren, werden die Zionisten stärker und die fordern dann innerhalb der Gemeinde, wir müssen nach Palästina oder man muss irgendetwas machen, weil das ist gefährlich. Wie gefährlich, konnte sich jedoch niemand vorstellen. Und noch heute ist trotz zeitgeschichtlicher Belege das Ausmaß, in dem der Judenhass gipfelte, schier unbegreiflich. Gleich nach dem Anschluss im Jahr 1938 begann das NS-Regime, Schritte gegen die jüdische Bevölkerung zu setzen. Der Judenstern, der sichtbar getragen werden musste, Arisierungen und Pogrome sowie behördliche Schikanen und Verprügelungen waren nur die Vorboten des in der industriellen Vernichtung gipfelnden Antisemitismus in Konzentrations- und Vernichtungslagern in ganz Europa. Eines der vielen Konzentrationslager war das KZ Theresienstadt, in das viele Linzer Juden deportiert wurden. Juden, die nicht rechtzeitig flüchten können aus Linz, kommen entweder nach Wien und von dort in die auf polnischem Gebiet gelegenen Vernichtungslager oder Ghettos, oder sie kommen ins KZ Theresienstadt. Und von Linz gibt es direkte Lastwagentransporte nach Theresienstadt. Theresienstadt wird an sich als Ghetto 1941 so benannt. Ab 1942 beginnen die Deportationen. Zum Großteil war Theresienstadt eine Zwischenstation. Theresienstadt hat eine Sonderstellung, ist als Ghetto bezeichnet worden. Es diente als Vorzeige- und als Altersghetto. Es war zum Teil halt ein Lager, von dem man dann in die Vernichtungslager deportiert worden ist. Nach den offiziellen Zahlen, also die es gibt, wurden rund 90.000 Personen von Theresienstadt in die auf polnischem Gebiet gelegenen Vernichtungslager deportiert. In Theresienstadt selbst gestorben sind an die 35.000 Personen. Befreit wurden nach offiziellen Angaben 1.600, 1.700 Personen. Geflohen sind rund 700 bis 800. In Bilanz am 9. Mai 1945 spricht von 16.830 Personen, die sozusagen dort überlebt haben. Linzer Juden, wenn sie betagt waren, werden sie von Linz direkt nach Theresienstadt abtransportiert. Der spektakulärste Fall ist sicher der Leopold Mostny. Leopold Mostny war Jude, galt den Nationalsozialisten als Rassejude und er war eben über 90 Jahre alt. Er ist nicht geflüchtet, er hat sich auch geschützt geglaubt, den hat man unbehelligt gelassen. Eine Zeit lang, schließlich hat man ihn im Oktober 1942 als 100-Jährigen, der war 100 Jahre alt, auf einen Lastwagen geworfen und ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Am 2. Oktober ist er auf den Lastwagen in Linz geschmissen worden, am 6. Oktober war er tot in Theresienstadt. Wie gesagt, also eine ganze Reihe, Dutzende, vor allem alte Personen, die dorthin verbracht werden und die dann dort sterben. Man macht da auch kleine Transporte. Etwa habe ich vom August 1942 die NS-Diktion, wie es da heißt, Ernestine Sarakubin und Cecilia Sarakubin haben ihren Wohnsitz am 27. August 1942 nach Theresienstadt verlegt. Das ist eine Wohnsitzverlegung, rechtlich unter Anführungszeichen, von Relevanz, wer dann das Vermögen bekommt, in welche Körperschaft sozusagen diese Vermögenswerte erhält. Also auch bei Leuten, die nach Auschwitz kommen, haben sie Wohnsitz verlegt nach Auschwitz. Thank you.
Die Ermordung von ca. 6 Millionen Menschen wird als Holocaust bezeichnet. Dieser Völkermord zielte auf die vollständige Vernichtung der europäischen Juden ab. Die Nationalsozialisten erklärten auch Roma und Sinti zur minderwertigen Fremdrasse und ermordeten Hunderttausende von ihnen. Weitere Hunderttausende an Behinderten sowie Tausende Homosexuelle und Andersdenkende fielen der Vernichtungsmaschinerie der Nazis zum Opfer. Der Holocaust ist eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte und von nicht in Worte fassbarer Grausamkeit, Gewalt und Menschenverachtung geprägt. Professor John auf die Frage, ob und wie viele Juden nach Kriegsende nach Linz zurückkehrten. Einige sind zurückgekehrt, aber eine relativ geringe Zahl. Etwa der Paul Himmelreich zu erwähnen, Fabrikant, ein Textilfabrikant, dann eben zurückgekehrt, in dem Sinn kann man nicht sagen, aber Familie Wozasek. Es gibt insgesamt wohl vielleicht nicht mehr wie 2 Dutzend autochthoner Linzer Juden, die zurückkehren. Der Großteil der Linzer Juden nach 1945 sind sogenannte Displaced Persons. Der prominenteste ist der Simon Wiesenthal, der 1945 eben in Mauthausen befreit wird und in Linz dann bis 1961 lebt. Und das ist wohl der prominenteste Vertreter, der also auch in der Kultusgemeinde tätig ist. Und es gibt eben diese beiden Gruppen, die Rückkehrer und die ehemaligen Displaced Persons. Der Begriff Displaced Person bedeutet wörtlich übersetzt Person, die nicht an diesem Ort beheimatet ist, und meint damit Menschen, die infolge von Krieg, Verfolgung oder auch Katastrophen ihre Heimat verlassen mussten und aus verschiedenen Gründen nicht dorthin zurückkehren können. Erinnerung. Für Überlebende des Holocaust bedeutet dieses Wort vieles. Denn sie lässt Erlebtes nicht vergessen, lässt Geschehenes nicht verzeihen und nimmt Einfluss auf das Leben der Gegenwart. Erinnerung an die Verbrechen von damals soll für gegenwärtige Generationen Mahner sein, soll Zusammenhänge erkennbar machen und soll helfen, Verantwortung für Handeln in Vergangenheit und Zukunft zu übernehmen. Interview von Monika Ratzenböck, Sendegestaltung von Philippa Bloch-Berger.